in Pompeji angekommen, hier auf dem Kaminplatz direkt vorm Eingang der Stadt. Gehen wir jetzt mal los und schauen mal, wo wir was Schönes zum Essen kriegen. Und dann mal erste Eindrücke von Pompeji. Es ist richtig mild heute Abend auch noch. Über 20 Grad. Camping Pompeji. Ja. Gleich gegenüber von den Ausgrabungsstätten. Ja. Da sind wir reingekommen. Hier die Einfahrt von der anderen Seite. Hier Camping Spartacus gleich neben uns. Schauen wir mal hier, den Markt gibt es auch hier auf dem Camping. Der neben uns liegt. Ja, eng steht man hier auch, aber ist klar, neben der Stadt sind Plätze natürlich rar. Buongiorno von Pompeji. Wir stehen jetzt hier auf dem Platz beim Eingang zu den Ausgrabungen hier. Ja, Wetter ist wieder nicht so prickelnd heute. Da hinten kommt schon wieder dunkelschwarz und wir schauen, ob wir nass werden. Ich hoffe, wir können uns irgendwo unterstellen. Man kann es einen Poncho kaufen, das ist schon geschickt gemacht. Ah, ja. Aber jetzt schauen wir erstmal da rein. Gehen wir mal zum Ticket Office. Okay. Ja, wir können es bis dann auch aufkriegen. Ja, hier haben wir schon mal das Theater. Theatri. Der Himmel weint. Warum denn? Ja, weil die versunkene Stadt. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. So, Aufführung. Dein Satz, dein Einsatz. Mein Einsatz, auch. Ich hab den Text vergessen. Und kein Souffleur da. Öffentliche Badeanstalt bräuchte man heute nicht. Kann man draußen baden. Schauen wir halt mal rein. Ja, das Ganze ist hier in Regionen eingeteilt, in verschiedene. Hier in Berlin sieht man quasi das Volk. Das normale Volk. Dann hat es einen Teil für Aristokraten. Teil. Dann die Heiligen. Dann eine Kaserne für die Gladiatoren. Glaube ich, jetzt kommen. Jetzt sind wir hier Casa de Cala. Aha, da, das ist, könnte auch ein kleiner Fluss werden hier. Wir haben einen Blick von weiter oben hier. Ja, wenn jetzt nicht das Wetter so grottenschlecht wäre, dann würde man nicht sehen hier den Vesuv da oben, in Wolken gehüllt. Ja, hier Tempel der Giove. Und was das hier für ein Platz ist, müssen wir erst noch erkunden. Oder ist das alles der Tempel gewesen? Riesengroß.
Mein Pferd. Und Mensch. Das sah schon aus wie ein Pferd, ne? Ja. Teatro Piccolo, ein kleines Theater. Della Beata Martin Maria del Santo Rosario di Pompei. Heiligtum unserer lieben Frau vom Rosenkranz. Auch nochmal eine tolle Ansicht hier an der Seite. Basilica Ponti Pizia. Ja, jetzt sind wir da mit der Vespa hochgefahren, bis zum letzten Zipfelchen, wo man fahren darf. Und ja, erfahren jetzt, dass man die Tickets nur online kaufen kann. Und das hätten wir jetzt auch gemacht, um die letzten paar Meter da hoch zum Grader zu kommen. Aber da gibt es jeden Tag immer nur ein bestimmtes Kontingent und das ist halt für heute alle. Und morgen auch. Also Montag wird es wieder gehen. Und, ja, zwei Glückliche haben noch zwei Online-Tickets von die Agentur. Über eine Agentur, die da gestanden hat. Wir wissen zwar jetzt nicht, wie viel teurer als online, jedenfalls pro Nase 20 Euro. Und dann ein Ticket aufs Handy per WhatsApp geschickt kriegt, sodass wir jetzt da doch rein können. Und jetzt schauen wir mal, wo es da hingeht. Blick hier auf Neapel und ein bisschen was vom Meer sieht man auch. Diesen ja, steinigen Weg hier geht es hoch zum Grader. Und die Bergfix ist dabei. Genau. Und die Vespa wieder einige Kehren umrundet. Zum Glück nicht viel Verkehr. Keine großen Busse entgegenkommen. Auf den Grader. Hui, das ist ja wirklich ein tiefes Loch. Ne? Und? Muss ja gereicht haben, damit Pumpe verschüttet worden ist. Ne? Ja, ganz schön. Da taucht, ne? Stimmt, da drauf. Ja, so ein bisschen riecht man sogar Schwefel, oder? Von dem ganz minimal. Ja. Sieht man auch schön hier. Ja. Ja.
Ja, selbst hier oben ist noch ganz schöner Fremdenverkehrsrummel, würde ich es mal nennen, oder? O Maria Madre, Regina della Chiesa di Napoli. So wie wahrscheinlich. Weil es keine Wolken, ne? Ja. Sondern aus der Tiefe kommt's. Ich kann nur warten. Du lernst. Von den Besuchern hier schon übersichtlicher. So weit geht dann doch nicht jeder. Und es reißt langsam auf. Vielleicht kriegen wir noch den Bombay und den Augenblick. Wir sind jetzt fast am Ende der Tour hier drauf. Und die Sonne wird immer steiger. Vielleicht treibt noch den Restwolken, die uns die Sicht versperrt, runter, auch weg. Im Hintergrund hier sieht man auch jetzt ganz schön noch das Rauchen. Zeichen, dass er aktiv ist. Das sind keine Wolken. Tiefes Loch. Ja. Es dampft oder wegen Steige. Ja, die Wolken geben Capri wieder frei. Hier vorne in den Schuh. Schemenhaft, aber man kann es erkennen. Nadelkurve. Ja. Mit Blick auf Neapel. Capri. Ja, nach unserem
Besuch unserer Tour jetzt hier unten am Strand, im schwarzen Strand, das wollen wir nennen. Und Blick auf Capri und die Landzunge von Sorrent. Ja. Geht's uns doch gut, ne? Ja, wir sind jetzt kurz vor Sorrent, Rollertour von Pompeji hier nach Sorrent. Es war an einem Frühlingstag. Im sonnigen Sorrent. Ein junges Mädchen und ein junger Mann. Naja, gut. Die beiden gingen Hand. Das lassen wir mal so stehen mit dem jungen Mann und dem jungen Mädchen. Naja. Schon ein toller Blick hier. Aber Sonntag und ultra viel los. Alles auf den Beinen. Wahnsinn. Ein Sonntag in Sorrent. Hier ist der Teufel los. Schon auf der ganzen Fahrt. Stop and go durch die ganzen Orte hierher von Pompeji. 1 Million Rollerfahrer mit uns. Aber auch Pferde gespannt. Und ja. Da kämpfen wir uns jetzt mal durch Richtung Porto. Und gehen mal was trinken. Ja. Noch immer ein bisschen Wölkchen drauf auf dem Vesuv. Ähnlich wie gestern, als wir oben waren. Waren wir auch immer da. Thank you.